Starkregenereignisse, extreme Hitzeperioden, Wasserknappheit, Waldbrände oder auch massive Waldschäden, zum Beispiel durch Schädlingsbefall. All das sind eindeutige Zeichen für den Klimawandel. Höchste Zeit, sich an den Klimawandel anzupassen, sagen Experten. Aber warum braucht es überhaupt eine Klimawandelanpassung? Weil der Klimawandel, der bereits stattfindet, gewisse Folgen mit sich bringt. Also einerseits wird es wärmer, die globale Erwärmung ist ja ein bekannter Begriff und eine Tatsache, die bereits stattfindet. Und die Erwärmung führt dazu, dass auch andere Klimaereignisse zunehmen. Wir haben jetzt heuer auch einige von diesen Ereignissen leider erleben müssen, die also gezeigt haben, dass Überschwemmungen, Unwetterereignisse und so weiter, Vermurrungen durch den Klimawandel getrieben werden. Und das ist also ein klares Zeichen dafür, dass wir uns anpassen müssen an das, was da passiert. Was bedeutet der Klimawandel konkret für die Wirtschaft? Für die Wirtschaft sehe ich auch einen großen Anpassungsbedarf. Das hängt natürlich sehr vom Wirtschaftszweig ab, ob das zum Beispiel Energieerzeuger sind, ob das Landwirte, Forstwirte sind, die sich sozusagen auf die zu erwartenden Klimaveränderungen einrichten müssen und dann sozusagen auch die Änderungen im Niederschlagsverhalten mit einkalkulieren müssen. Da kann man sozusagen jetzt bereits in die Zukunft schauen und sich bestmöglich seinen Wirtschaftszweig, seinen Betrieb ausrichten. Wie entstehen eigentlich solche Anpassungsstrategien? Eine landesweite Klimawandelanpassungsstrategie, die leitet sich aus einer Bundesstrategie ab, wo also auf Basis des Wissens, was man hat, und auf Basis der Klimaszenarien, die einen Blick in die Zukunft sozusagen zulassen, auf dieser wissenschaftlichen Basis ist versucht worden, verschiedene Handlungsfelder und Aktivitätsfelder im Bundesland Salzburg, die besonders relevant sind, herauszuarbeiten. Und da ist also auf der Handlungsfeldebene eine konkrete Strategie entstanden, wo in vielen Bereichen, ich nenne jetzt nur ein paar Beispiele, im Gesundheitsbereich, in der Land- und Forstwirtschaft, in der Wasserwirtschaft, verschiedene Handlungsfelder identifiziert wurden, wo also Klimafolgen relevant und spürbar werden in den nächsten Jahrzehnten und Jahren. Und was kann ich als Einzelner oder Einzelne machen, um mich an den Klimawandel anzupassen? Man kann zum Beispiel bei der sommerlichen Überhitzung auch schauen, wenn es in Richtung der Gebäudequalität geht, dass man durch natürliche Verschattung vermeidet, dass es dann einen Kühlbedarf gibt, dass ich dann aufwendig eine Klimaanlage nachrüsten muss, die wiederum Strom verbraucht. Woran merken wir eigentlich, dass die Maßnahmen etwas bringen? Bei den Klimawandelanpassungsmaßnahmen kann man das sehr gut sehen an zum Beispiel Hochwasserschutzmaßnahmen, die in einzelnen Gemeinden schon umgesetzt wurden in den letzten Jahren, auch aus der Erfahrung heraus, dass wir ja einige Jahrhundert Hochwasser in wenigen Jahrzehnten gehabt haben in den letzten Jahren. Und die jetzt einfach bei den letzten Wetterereignissen auch vor bestimmten Schäden geschützt haben und bestimmte Areale dann nicht mehr so stark betroffen waren von den Überflutungen. Wo kann ich mich über Anpassungsstrategien informieren? Konkret bei uns sozusagen auf den Webseiten des Landes findet man diese Anpassungsstrategie und die Handlungsfelder, die dort identifiziert sind, zum Download. Es gibt darüber hinaus noch, was sehr toll ist eigentlich in Salzburg, wo man ortsscharf im Salzburger Geoinformationssystem, im SAGIS, nachschauen kann in seiner Gemeinde, in seinem Dorf, wie sozusagen bestimmte Klimaindizes sich wahrscheinlich entwickeln werden. Also da kann man sozusagen auch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen und zum Beispiel schauen, wie sich die Hitzetage wahrscheinlich verändern werden in der nächsten Klimaperiode. Weitere Infos rund um Energiespartipps und Nachhaltigkeit finden Sie beim GreenTech-Unternehmen Salzburg AG auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.